Nein, es wird mehr, dein Gesicht. Moin Leute, Mr. Zahn, wir haben Start, wie ihr schon sehen könnt, bin ich hier heute mit Maxi. Am schönen Skateplatz. Und zwar wird Maxi hier mit dem Fahrrad runterfahren und ich da drüben. Dass wir uns immer irgendwo entgegenkommen, also einmal hier entgegenkommen und einmal da hinten bei der großen Rampe. Ich würde sagen, Abfahrt. Ne, wir können nach unten. Viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Digga, ich bin komplett mit dem Vorderrad da dagegen gefahren. Fahr! Digga, was war das? Steige ab. Diggi, ja! Junge, was war das? Diggi. Erstmal gleich komplett Unfall gebaut. Aber ich bin zum Glück nicht mit aufs Maul geflogen. Ich fahr jetzt über den Hügel. Oh, oh. Mein Pedal ist aufgeschliffen, Digga. Mein Go, die fahren uns Motor geflogen. Diggi. Oh. Okay, wollen wir mal Richtung tauschen, dass ich da runterfahre? By the way, Leute, Maxi hat ein neues Fahrrad, ne? Ich glaube, das ist. Aber es ist ja egal. Kann man Leute. Ja. Was? Warum? Ich kann immer 5 Monate. Achso. In den 5 Monaten muss ich einmal hingehen. Ja, gut, dann fährst du jetzt da drüben runter und ich hier. Abfahrt. Ich war doch nicht mal mit der einen Seite auf dem Pedal, Digga! Ja? Schon nicht aneinander krachen. Leute, falls ihr euch fragt, warum ich immer so schreie, ne? Ich mach das heute zum ersten Mal so mit dem Fahrrad auf dem Skatepark. Das ist jetzt auch in meine Richtung. Ja, lass einfach wieder tauschen. Oder ich fahr dir mal hinterher.
Oh. Iggy. Ich bin über den Huckel gefahren. Und dann bin ich halt so weit drüben. Zu schnell gefahren. Oh, ein Airbus A380. What the fish, Digga. Junge, was machst du? Digga. Digga! Ah! Ich bin vom Sattel abgehoben! Ja! Den Block dagegen gefahren. Auf den Treppen. Ach, da, nee. Treppen eigentlich Stufe? Nein. Okay, ich warte so lange hier oben. Fährst du die Treppe hoch oder was? Kannst du da runterfahren? Okay. Ja, ich probiere das jetzt auch mal. Digga, ich werde mich so mauen, ne? Digga, ich hab so Schiss jetzt. Ich trau's mir nicht, Digga. Nee, Digga, ich trau mich das nicht. Ich hab Schiss, dass mein Rad irgendwie stecken bleibt und ich komplett nach vorne fliege. Ich hab zwar einen Helm auf, aber nee, Digga. Ich war ohne Helm. Ja, kann ich auch nichts für. Wenn du es vergisst zu kaufen. Ich hätte es fast vom Fahrrad geschmissen gerade. Nee, hier sind schon meine ganzen Bremsspuren. Ich hätte es fast geschmissen, Digga. Man merkt es halt echt nicht. Versuch einfach mal. Nein! Was war das denn?
Maggie, wie weit? Wie weit habe ich's verkackt? Oh, fuck, das Gras war komplett nass. Der hat einen Hund hingepisst oder so. Ich mach's trotzdem nicht. Ich hab trotzdem Schiss vor. Ah! Digga! Oh fuck, Digga! Merken, immer Abstand halten. Digga, dein Rucksack ist offen. Daran, Leute, immer Abstand halten, immer Abstand halten. Es ist immer noch crazy, dass ich mich immer nicht traue, hier dann die Kurve zu fahren einfach. Ich sollte vielleicht mal von der anderen Seite über den Huckel fahren. Ja, ich komme aber so nicht auf den Huckel drauf. Ich gebe jetzt richtig Gas in der Kurve. Digga, ich wäre gerade fast wieder ins Chaos gefahren. Digga, ich fahre gefühlt alle 2 Minuten raus. Ja? Weiß ich nicht warum. Ich kann dir ja mal geben. Aber du wolltest doch die ganz große Treppe fahren. Digga. Ja, was arbeitest du noch beim Fliesenbauer? Also wirklich. Also willst du jetzt die große fahren? Ich überlege gerade. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Nicht? Gut. Sag, wenn du fertig überlegt hast, aber warn mich vorher, dass ich es auf Video festhalten kann, wie du aufs Maul fliegst. Was machst du? Ich will testen, ob wie sich das anfühlt. Aber das ist nicht so schlimm. 2 auch nicht. 3. Da fangen halt dann an, beide Räder zu hopsen. Ist das eine Klatsche?
keine Ahnung. Ich fahr doch nicht runter, weil hier liegen Flaschen. Ja, okay. Oh, ist der Wind schön kalt. Warum gehen wir eigentlich an so einem Arsch heißen Tag zum Skateplatz? Ja, aber es ist geil. Ja. Im Roller bin ich ja immer nur im Kreis gefahren. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist mal jemand mit dem Fahrrad dagegen gefahren. Digga, imagine, wie ich es mir nicht trau. So, ja, dann würde ich jetzt sagen, wär's es gewesen für dieses Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zombie. Ciao, ciao.